So, willkommen zurück zu Lumberjacks Dynasty. Das könnte Folge 101 sein. Ich fasse es nicht. Über 100 Folgen Lumberjacks Dynasty. Ich bin gerade dabei, einen Auftrag zu machen, dass ich ein Schaf wieder mal suchen soll, das verschwunden ist, was sich verlaufen hat. Ich glaube, für Mary Jane. Und da laufen mir natürlich auch jede Menge Kräuter über den Weg, weil ich da irre weit immer durch den Wald irren muss. Irre weit durch den Wald. Oh Gott. Das ist wirklich mal. Boah, komme ich hier hoch? Wie weit laufen denn die Schafe immer? Also, das erste. Ah, da ist es. Zwei Störche und ein Schaf. Hallo, liebes Schaf. So, und dann Arm. Sprinten wir mal zurück mit dem Schaf. Oh, wenn ich hier die. Ja, wobei. Oh, nicht rutschen. Nicht rutschen. Schaf, mach mal Mö. Mö. So. So, spring. Jawohl, ja. So, Fräulein, wer hat denn ein Schaf verloren? War es die Mary Jane? Jawohl. Das stimmt. Ich hab's Hallo. mit eigenen Augen gesehen. Danke, dass du mein Schaf zurückgebracht hast. Du bist eine große Hilfe. Wusste ich doch. Ich eine große Hilfe. Ach, das macht mich Tja, so wenn ich es nicht glücklich. selbst gesehen So, hätte. ach ja, ich wollte doch Geld dafür. 50 Dollar, ein paar Sozialpunkte. Ach, übrigens, die Sozialpunkte Ja, liefen viel Spaß. letzte, vorletzte Folge wieder auf null, weil ich dummerweise mit Erik den Verkäufer am Holzdings geredet habe, weil ich Setzlinge gekauft habe. Jetzt müssen wir erstmal tanken. Ich gehe davon aus, wenn ich wieder mal mit irgendjemandem rede, dass ich plötzlich wieder 10 Millionen Punkte habe. Das sieht irgendwie nicht wie die Straße aus, die ich suche. Okay, hier ist eine Brücke. Brücke ist gut. Wo zur Hölle bin ich hier? Die Brücke habe ich noch nie gesehen. Ja, oben. Okay, wir können hier rüber. Dann hier hoch. Oh, das sieht. Doch, hier drüben ist eine Straße. Oder? Jawohl. Auf zur Tankstelle. Okay, wir kürzen mal ein wenig ab. Oh, jetzt weiß ich, wo wir sind. Sprung über die Leitplanke drüber. Sehr gut. So, tanken. Waschen kann ich es hier nicht. Muss ich zu Hause machen. Das ist schade. Oh, da können wir aber noch zwei Händler ab.
abfrühstücken. So. Hier. Annette. Hallo, kann ich helfen? Ja, möchtest du handeln? So. Wir nehmen deine Kürbisse. Das, 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 das. Honig kannst du behalten. Dankeschön. Apropos behalten. Wie sieht's denn aus? Gewächshausmäßig. Da wäre was bereit zur Ernte. Okay. Oh, hier kommt ein Wildschwein. Falsch gefahren. Hier lang. So, jetzt noch den letzten Händler. Dann fahren wir mal schnell nach Hause. Die Tomaten ernten. Fahrzeug waschen. Hallo, komm näher. Hallo. Bist du mir sicher, dass du etwas findest, das dir gefällt? Ja, ich schau mal. Möchtest du handeln? So. Manchmal denkt man echt, die Leute ziehen Luft beim Reden. Oh, das war zu frech. Sowas sagt man nicht. Da, 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 da. Auf nach Hause. Auf nach Hause. Auf der Straße. Vorwärts hin. Sprach der Bagger zu dem Gürteltier. Das ist doch nicht so schlimm. Waschen. So. Ja, wenn wir es schon mal waschen, da können wir es auch mal wieder umlackieren. Was hatten wir denn schon alles? Wie wäre es mit einem Orange? Wie mische ich denn Orange? Rot, Grün und Gelb. Moment. Wie sieht der in Gelb aus? So ein Knallgelb? Ich glaube, Gelb hatten wir schon mal. Gelb hatten wir. So. Hatten wir schon Orange? Ich habe keine Ahnung. Ich hab's vergessen. So, wir wollten Gewächshaus öffnen. Tür zu. Oh. Aufnehmen. Melone. Melone. Chili. Jawohl, ja hier. So. Oh. Was ist das? Setzlinge entfernen. Nein. Aufnehmen. 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 So. Ihr seid noch nicht so weit. Kürbis. Pflanzen wir ein paar Kürbisse. Er sagt es Wasser. Ein wenig noch befeuchten. 25 Kürbissetzlinge haben wir noch. Gut. Sollte noch ein bisschen reichen. Schauen wir mal schnell die Bienenhäuser. Nix, nix, nix. Äpfel sehen noch grün aus. Hier ist Honig, sehr gut. Apropos, drüben hatte ich doch auch noch. Ein paar Häuschen für die Bienen. Nix. Und nix. Oh, da. Rote Äpfel.
Hier noch. So, das war's aber jetzt. Dann können wir jetzt noch weiter bepflanzen. So, weiter. Weiter rauszoomen. Schwupp. Na. Nicht so weit fahren. Pflanz die Fichten. So, erster Behälter ist leer. Oh Gott, oh Gott. Okay, wir müssen hier mal anheben. Runter. Jetzt geht's aber wieder. Ach, na, das andere Getriebe reinboxen. Pflanzen. Traktor sieht schon wieder so aus, als wenn der 1000 Jahre geschuftet hat. Gut, aber der muss auch hier buckeln wie Sau. Also der hat schon einen harten Job, der Traktor. Wird nicht gepflegt. Irgendwo dann mal umlackiert, aber. Und immer weiter. Immer weiter, sagt der Flug. Denn es gibt keine Blätter in der Erde und im Zug. Deshalb weint der kleine Trompeter und er fühlt sich nicht sehr gut. Ah, okay, das war... Das ist, glaube ich, zu viel mit gut. Blups. Okay, hier geht's los. Dann. Schwupps. Ja. Muss ein vergrabener Baumstumpf sein. Okay, anheben. Wenn die Maschine gesenkt ist, kann ich einfach nicht vernünftig rangieren. So, geradeaus fahren geht ja noch so einigermaßen. Das ist es dann aber auch. Geht doch. Okay, heben. Zu viele Markierungen.
Wie viel haben wir noch? 86. Machen wir doch ein bisschen großzügiger jetzt hier. Was ist sonst Korinthenkackerei? Zu viele Pfennigfuchsen meine ich natürlich. Korinthenkacken war ja was anderes. So. Anheben. So. Runter. Reicht das schon? Jawohl. Pflanzen. Oh, komm. Kämpfe. Kämpfe. Also das ist ja, das ist ein bisschen arg auf der Grenze gewesen. Das hätte nicht zählen dürfen. Pflanzen. Also kann es Verschiebung geben, wenn ich rückwärts rolle da gerade. Pflanzen. Ja. Ups. Geh da weg. Ah, komm. Maschine heben. Nein, nicht aussteigen. Falschen Knopf gedrückt. Karussell an. So. Wow, wow, wow. Jetzt wird's hier wieder eng. Anheben. Runter. Ein bisschen ziehen. Oh Gott, kämpf. Zieh. Ich verschenke so viel. So viel Platz wird verschenkt. Gott. Hoch das Ding. Runter, pflanzen, weiter geht's. Noch 63 haben wir. Dann steht sie da, die kleine Linde. Aber nein, es ist schon kalt. Und Pflanzen. Mehr Bäume. So.
pflanzen wir hier noch ein paar hin. Bevor ich hier schon wieder in die bucklige Ebene fahre. Überall stehen kleine Fischtönnen. Da ist mir doch gleich warm ums Herz. Ah, 20 Minuten sind schon wieder rum. Aber das Ding jetzt bepflanzen wir noch komplett. Ach komm, zieh. Wir machen sie jetzt nicht mehr ganz so genau. Ja, noch eins ran. Hör das Ding. Und dann wird's eng. Moment, hier könnte noch eine passen. Jawohl, ja. Passt sogar. Und nein. Ich glaube, wir sind durch. Ich sage einfach mal, mehr Platz ist hier nicht. Kurz auf der Karte schauen. Wie viel haben wir jetzt hier hingepflanzt? 69. Machen wir jetzt nicht. Wir bringen jetzt die Maschine zurück. Und dann, wir müssen ja ein bisschen Abwechslung reinbringen. Geld verdienen könnten wir auch. Wie trocken sind die Bretter in der Trocknung? Wäre mal eine gute Frage. Erstmal Baumpflanzer wegbringen. Moment. Den stellen wir für längs hier drunter. So. Bleib stehen, nicht so weit. Abkuppeln. So. Nur mal schnell schauen. Feuchtigkeit 8. Und wie viel hätten wir hier? 111 Bretter in Produktion. Oh. Die sind noch nicht komplett durchgetrocknet, aber bringen trotzdem schon mal gutes Geld. Beenden wir mal die Folge. Tschüss, ciao, bye bye, bis zum nächsten Mal.